In Berlin begrüße ich jetzt Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Amerikanische und britische Geheimdienstler können also auch verschlüsselte Mails mitlesen, angeblich. Wie sehr überrascht Sie diese Nachricht? Ja, die NSA wurde im Kalten Krieg gegründet, um die Verschlüsselung der Sowjetunion zu brechen, also die einer anderen Supermacht. Und nun werden diese Fähigkeiten verwendet, um gegen uns alle vorzugehen, also gegen normale Bürger und gegen andere Regierungen und andere Staaten und Unternehmen. Insofern ist es nicht überraschend, dass sie diese technischen Fähigkeiten haben, aber es ist schon überraschend, in welchem Ausmaß die angewendet werden und mit welcher Dreistigkeit. Wie funktioniert das? Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Na, die Mathematik von Verschlüsselung funktioniert so, dass sie eigentlich unter normalen Umständen nicht zu brechen ist. Deswegen greift die NSA in der Regel nicht die Mathematik an, sondern versucht, sich die Schlüssel anderweitig zu besorgen oder darauf Einfluss zu nehmen, wie der Zufall, der für eine Verschlüsselung notwendig ist, erzeugt wird. Oder in einer Art und Weise die Standards, nach denen diese Verschlüsselung spezifiziert ist, zu hintergehen und da Schwachstellen einzubauen. Außerdem versucht sie auch in den Unternehmen, die Verschlüsselungssoftware anbieten oder auch implementieren, Leute anzuwerben und mit diesen Leuten dann wiederum Schwachstellen einzubauen. Also alles mit Systemen. Die Frage, die daraus resultiert, ist natürlich, kann ich mich davor in irgendeiner Art und Weise schützen? Man kann sich davor schützen. Tatsächlich gibt es sichere Verschlüsselungssoftware, insbesondere solche, die Open Source ist, also wo man nachgucken kann, wie der Schlüssel generiert wird und dass die Verschlüsselung keine Hintertüren enthält. Problematisch sind halt Verschlüsselungsangebote von so großen Firmen, insbesondere amerikanischen Firmen, die dem Einfluss der NSA unterliegen und die dem auch nachgeben müssen, weil sie sonst halt Probleme in ihrem eigenen Land bekommen. Ja, für diese Information Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Vielen Dank.